Willkommen Leute im nächsten Oxygen Not Included Part. An der Stelle muss ich mich entschuldigen, es tut mir leid, dass ihr so lange auf neue Parts oder auf diesen neuen Part warten musstet. Momentan geht es bei mir im Privatleben und auch beim Hobby ziemlich ab. Im Beruf auch, also ich habe leider nur wenig Zeit in den letzten Tagen gehabt, mich um YouTube zu kümmern. Da es jetzt Wochenende ist und ich jetzt Zeit habe, holen wir das natürlich nach. Und ich hoffe, dass auch in Zukunft wieder zumindest halbwegs regelmäßig Oxygen-Parts kommen. Ich will es ein bisschen so halten, täglich im Wechsel, was weiß ich, Oxygen und Resident Evil. Vielleicht, wenn es besser läuft, auch mehr Oxygen. Mal schauen. Ich kann leider nichts versprechen, momentan ist halt wirklich sehr hektisch bei mir. So, zum Stand. Ich habe auch die Kommentare aus den letzten beiden Videos berücksichtigt. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Und zwar, dass mir bei meinem Speiseraum doch tatsächlich des Dingens gefehlt hat hier. Tausend Dank nochmal an der Stelle, ich bin fast verrückt geworden. Der Wasserkühler. Wir brauchen einen gottverdammten Wasserkühler, um aus dem... Wie heißt's? Wir können die Zeit ja mal laufen lassen. Um aus dem Speiseraum eine große Halle zu machen. So, jetzt habe ich allerdings natürlich mal wieder keinen Platz. Wie macht man das? Wir sind 6 Personen. Fuck. Gut, den müssen wir eh erstmal forschen. Haben wir denn gerade jemand in der Forschung? Probi forscht. Dann würde ich nämlich Folgendes vorschlagen. Ich setze den Raum um. Frage ist nur, wohin? Ich würde ihn komplett abreißen und da oben hinsetzen, einen richtig großen. Oder ich mache 2. Das könnten wir auch machen. So, es wird jetzt etwas chaotisch in der Folge, ihr merkt's. Ich habe einiges vor. Ich bin nämlich auch noch nicht so ganz mit meinem Wasserrohrleitungslayout zufrieden. Und ich habe auch festgestellt... Zumindest habe ich versucht festzustellen, warum ich denn wie heißt die Scheiße hier? Hier, die Abyssal. Das deutsche Wort ist furchtbar. Die Leitung hier halt nicht bauen kann. Das scheint wohl irgendwie erst weit später Endcontent zu sein. Ich habe da nochmal geguckt in der Forschung. Wie gesagt, der Forschungsbaum hat sich auch stark verändert. Hier, die isolierten Rohre sind es dann auch nicht. Und selbst die Radiatorenrohre sind es dann auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie man zu den Dingern hinkommt. Das hat wohl irgendwas aus Kombinationen mit verschiedenen Techniken zu tun. Ich habe auch gegoogelt, Wikipedia. Ich habe es nicht gefunden, ist ja auch egal. Das Thema Hitze verschieben wir dann halt etwas nach hinten. Man kann ja auch nicht alles gleichzeitig angehen, ne? Ja. Von daher... Nun gut. Gemeisterte Berufe. Frank hat Architekt. Echt? Tatsächlich. Dann kann er jetzt ja spaßeshalber mal. Wie sieht's mit der Vital... Ich habe ja sehr gute Werte. Frank, ich steck dich, ich befördere dich jetzt einfach mal. Volle Kanone. Auf den Senior-Architekt. Why? The hell not. Dann kannst du den Beruf auch mal meistern. Wo ist er, Frank? Da ist er. Komm, zieh dir ein neues Helmchen auf. Und... Wow. Das Ding ist ja mal richtig shiny. Ja, da freut er sich auch. Ach, wie schön, Leute. So, Voraussetzungen sind 16. 13 hat er. Ja. Nahrungstechnisch, haben wir ja auch gerade noch so die Kurve gekriegt, ne? Aber da müssen wir zukünftig, müssen wir da auch ein bisschen zulegen. Das heißt... So. Jeder darf jetzt mal wieder Läusebrot essen, außer Frank. Du bekommst das gute Omelette, denn du brauchst für deinen Beruf mehr Moral. Und dann würde ich sagen... ziehen wir hier einen weiteren Speisesaal rein. So.
So, wie macht man da für ein Layout? Was macht man da für ein Layout? Ach nee, das ist unter Möbel, ne? Mache ich hier so einen Kantinentisch, dann kommt da das Ding rein, dann so. Und eine Sculpi. Und eine Sculpi. Ja, wir gehen mal richtig in die Vollen mit der Scheißdeko. Und dann warten wir im Endeffekt hier noch auf unseren... auf unseren... Wasserspender. Sauerstofftechnisch stehen wir auch sehr gut da. Ich möchte aber trotzdem nach wie vor noch das Kohlenstoffdioxid-Problem in Griff... Aber gut, was heißt Problem? Es ist halt nur da unten. Aber ich hatte dann auch vor, weil schaut mal, Leute. Sluxy Großbau. Hochtiefbau Günzelsen. Wir haben hier unten ja noch massig viel Platz, wenn man die Wassertasche jetzt hier nicht mitzählt. Massig viel Platz, bevor wir dann hier erst auf die komischen Keime stoßen. Einziges Problem, was ich habe. Nee, das ist ja alles Kohlenstoffdioxid. Wir können hier... Ich will nämlich hier unten ein riesiges Auffangbecken für CO2 bauen, beziehungsweise dann auch dessen Sauerstoff verwandeln. Und... Weil wenn wir jetzt zum Beispiel hier benutzt Wasser, um Kohlenstoffdioxid aus der Luft zu filtern. So. Und wenn uns dann nämlich irgendwann die Algen ausgehen, weil daran muss ich früher oder später auch mal denken. Wir haben nur noch 8,7 Tonnen und unbegrenzt Algen sind ja auch nicht, bevor wir an die giftige Scheiße ran müssen. Müssen wir uns mit diesem Teilchen hier weiterhelfen. Wandelt Wasser in Sauerstoff und, jetzt kommt's, Wasserstoff um. Und für Wasserstoff habe ich bisher noch keine Lösung gefunden. Soweit war ich noch nicht auf meinem privaten. Aber gut, das ist ein anderes Ding. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt hier einfach volle Kanone. Wie meinen das jetzt am besten? Also, ich habe auch vor, die beiden Algenterrarien hier wieder abzureißen. Denn die sind momentan nur im Weg. So. Thema Giftgase. Hier und da vereinzelt sind noch ein paar. Aber jetzt nicht so, dass es mich unbedingt stören würde. Und ich will jetzt hier nicht an jeder Stelle einen neuen, so einen neuen Filter, Lufterfrischer einbauen, nur um da 2-3 Gase in den Griff zu kriegen. Also von daher können wir die Kollegen hier eigentlich auch wieder abbauen. Wir können vielleicht mal spaßeshalber, ach komm, geh her, hier oben noch einen hinbauen, weil da halt wirklich der oberste Punkt ist von der Basis und Giftgase ja aufsteigen. Da können wir dann noch einen hinsetzen. So, dann räumt mal den ganzen Scheiß hier noch auf, ihr Lieben. Ach, guck mal, hier gibt es auch noch Eierschalen. Und wenn wir das dann alles mal in den Griff gekriegt haben. Ach, sehr gut. Wenn wir das dann alles mal in den Griff gekriegt haben. Ich reiß jetzt auch endlich mal ab. Dann schau mal weiter. So. Probi forscht fleißig. Sehr schön, mein Lieber. Ne, das war wieder falsch. Berufe, wie weit bist du denn? Bei 38%. Und wer hat es bisher gemeistert? Ace. Okay. Gut. So, machen wir auch gleich auf 7, damit er versorgt wird. Und ja. Dann reißen wir jetzt halt auch einfach mal hier eiskalt beide Sessel ab. Ist jetzt halt ein bisschen doof, aber mein Gott, was soll's. Und sobald er hier fertig geforscht hat, setzen wir uns dann die Wasserkühler für die große Halle hin. Einsammeln bitte. So, die sammeln wir auch noch ein. Und ja, dann fangen wir mal an zu bauen. So, ich will das jetzt aber... Wir müssen hier eh eine Art Bogen einbauen.
Oh cool, was denn hier? Aha. Ah. Sieht so aus, als würden wir da noch nicht so einfach hinkommen. Wir bauen jetzt hier so eine Art Bogen, dass ich hier so eine richtig schöne Fallgrube habe. Nicht mit so einem krassen 90-Grad-Winkel, sondern dass man da hier so wunderschön... Was weiß ich, bauen wir so. Na, da lassen wir den Pilz hier unten, den lassen wir mal. Vorerst. So. Wo geht der Schleim los? Der Schleim geht da unten erst los, okay. Das heißt, ja, hier ist... Ah, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt schon... Ob ich mich da jetzt schon verseuche, wenn ich hier dem Schleim da zu nahe komme. Uff. Ich traue mich eigentlich nicht, ne? Nicht so richtig. Auf jeden Fall haben wir dann hier eine wunderschöne Fallgrube. Und dann machen wir den ganzen Scheißdreck hier platt. Den ganzen Scheißdreck. So, haben wir Leute, die im Graben beschäftigt sind. Slaxa, jawohl. Ace? Ah, oh, das ist doch super. Genau die zwei richtigen. Könnt ihr euch wunderschön hier fortbilden. Das finde ich sehr gut. Finde ich das. Ja, das Ding kann eh dann abstürzen. So. Frank und Banshee goofen noch etwas. Das macht aber nichts. Wie sieht es mit der Forschung aus? Haben wir das dann bald? Ah, oh, sehr schön. Probi im Lernen. So, wir gehen hier... Oh, shit, 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 shit. Houston, stopp. Leitern. Und... wie machen wir das dann hier? Oh, ich weiß noch nicht genau, was ich hier reinbauen will. Von daher... Ob ich alle vier Teils... Ja, erstmal schon. Dass sich dann hier überall in der ganzen Basis die schlechte Luft nach hier unten absetzt, dass wir hier ein riesiges Auffangbecken haben. Gut gemacht. Forschung abgeschlossen. Batz. So, und leider etwas zu spät, aber wir haben hier den Wasserkühler. Wir setzen hier einen Wasserkühler hin. Gut, dann halt erst beim nächsten Mal. Und hier noch einen. Und dann können wir auch in der großen Halle speisen. So, jeder isst ein Läusebrot. Außer Frank. Frank, haben wir gesagt, kriegt's Omelette. Ah, zuerst mal für kleine Mädchen. Klappt's denn mit der Wasserspülung? Ja, sieht gut aus. Zum Filtern und dann gib ihm. Gut. Ich habe auch noch Tipps bekommen. Ganz vergessen an der Stelle. Dass wir mit Wasserfilter, dass wir mit dem Dreckwasser, dass wir hier das dann auch noch irgendwie ja, umsetzen können. Aber da möchte ich... Wie gesagt, ich bin ja noch nicht so ganz zufrieden, Leute. Lasst mich hier erstmal noch das so stehen, wie es ist. Das gehen wir noch in Angriff später dann. Ja. Ich habe doch 6 Duplikants. Warum? Wo ist denn der Rest am Essen? Leute? Hat jeder was zu essen gekriegt? Nee. Nee. Aber es ist doch schon als Raum gekennzeichnet, ne? Ja, ein Speiseraum. Dann machen wir es so.
Ace Slugsa. Könnt ihr hier ein bisschen kuscheln zukünftig, wenn er da mal fertig gebaut ist. So. Oh fuck! Um Gottes Willen! Jetzt. Ah! Oh, Scheiße! Oh no! Verreckt mir nicht da unten! Oh, und Pipi auch! Hör mal. Ah. Hör mal auf, hier zu graben! Nee, nix da. Ihr müsst euch hier erst rausbauen, Freunde. Oh Gott. Die Armen. Ja, eben ist es passiert. Oh shit. Oh shitibus. Oh Pipi. Ah ja, klar. Die ganze Nacht nicht aufs... Oh mein Gott, ich hab die in der Grube vergessen. Ach du Scheiße. Ach du Pipi. Gleich aufmoppen. So, hier unten war irgendwo ein Stückchen Sauerstoff. Oh Gott, die Armen, die werden hier voll verreckt. Ach du lieber Himmel. Renn, Ace! Atme! Du armes Schwein. Gottes Willen. Hängen hier ein Licht, lol. Achso, nur noch von für irgendwann mal, ne? Um Gottes Willen. Heidewitzka. Geht's denn, Frank? Ach, du lieber Himmel. So, der Luftreiniger hier unten hat ja schon ganze Arbeit geleistet. Das CO2 ist weg. Das will ich dann nämlich genau hier unten auch noch machen. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir ein bisschen CO2 für später mal saven. So, den Rest könnt ihr dann ja manuell krabbeln. Sind jetzt halt scheiß Arbeitsbedingungen da unten, aber das kriegen wir in den Griff. Geforscht haben wir übrigens auch. Jawohl, gehen wir hier mal wieder ein bisschen zurück. Was machen wir denn als nächstes? Was machen wir denn als nächstes, ihr Lieben? Viehzucht. Tierkontrolle. Hab mich jetzt auch noch nicht damit befasst. Wasserstoffgenerator. Wandelt Wasserstoff in elektrische Energie um. Ah! Das könnten wir dann ja... Das könnten wir dann ja mal machen. Stimmt, ein Wasserstoffgenerator. Weil, wie gesagt, wenn wir dann später... Sauerstoff mit Wasser erzeugen, entsteht dann dabei auch Wasserstoff und somit würde ich dann auch mein Wasserstoffproblem lösen. Ja, geilo. Bahamas doch. Geht's denn, ihr Lieben? Keine Luft, I know. Wir haben hier unten dann auch eine riesige Scheißgrube an Stickstoff. Oh Gott. Was mache ich hier? So, dann ziehen wir hier noch einen fetten Boden ein. So. Ich mach's jetzt halt mal wie immer. Auf diesem Modell. Nicht zu sehr ins Wasser graben. Das
So, Keime sind noch. Ja, Keime sind weg. Solltest du nicht forschen? Prioritäten? Probi? Forschung steht doch bei dir an oberster Stelle, oder? Warum machst du jetzt hier Mistgabelarbeit? Oder machst du das noch, wenn ich die Forschung erst danach angeworfen habe? So, Wasser für den Wasserkühler wird auch gebracht. Und jetzt müssten wir ja auch... Ja. Oder? Nee, Speiseraum. Hä? Achso, minimale Größe 32. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Saale. Ach so, weil die Deko noch nicht fertig ist. Daran könnte es liegen. Wen hatten wir denn hier in der Kunst abgestellt? Wer war denn das, Leute? Wer war denn hier unser Kunst-Heini? War das Ace? Nee. Probi? Er hat 8%. Otto? Otto war's. Das heißt, zurück zu Forschungsassistent und Ace war das, ne? Ja, ganz links steht's ja als lernender Minenarbeiter. Okay, alles klar. Ah, oh, perfekt, zwei weitere Samen. Sehr gut. Nice. Scheiß hier mal miteinander verbinden. Oh, und dann können wir auch dich mal abreißen und dann kann ich hier nämlich weitere Hydro-Teils einbauen. Verlegen. So. Wunderprächtig. Alles klar, hier unten in der Grube. Bleibt mir hier keiner stecken? Gott sei Dank. Boah, da geht es schnell mit dem Bauen, wenn der hier mal Baumeister ist. Krass. Schön abminern, ihr zwei. Ja, die Luft wird knapp, Frank. I know, Bruder, I know. Ah, Otto macht weiter. Klasse. So, ah, ich hab ja... Hahaha, hier hängt jetzt was. Große Halle. Ja, es hat tatsächlich daran gelegen. Wir haben endlich große Hallen. Ich bin sehr zufrieden. Ein Glück. Tag ist auch schon wieder fast vorbei. Oh Mensch, wir sind gut vorangekommen. Einiges geschafft. Wow, Wauzi. Wenn er das jetzt hier auch noch in den Griff kriegt, Männers und Frauen, bin ich happy. Slow and steady geht's, ne? Dein Ernst? Ace! Komm da raus! Schnell! Ah, hier ist jetzt Gott sei Dank die Leiter. Ja, jetzt. Warum ziehst du denn das Mützchen ab? Na, lecker. Egal, du bist in Sicherheit. Das ist mir mal das Wichtigste. So, Feierabend. Apropos Feierabend. Über einen Zeitplan kann man natürlich auch Schichten steuern. Zum Beispiel, dass
Können wir einfach mal so machen, dass jetzt zum Beispiel Otto, komm her, Probi und ich zum Bleistift, dass wir die andere Schicht übernehmen. Hätte genau denselben Zeitplan, wir können dann aber auch sagen, okay, deine Freizeit beginnt zum Beispiel schon eine Stunde früher, deine Schlafenszeit beginnt eine Stunde früher. Und was ist das? Deine Badezeit beginnt eine Stunde früher. Und deine Arbeitszeit beginnt eine Stunde früher. So dass sie sich dann auch, was das Klo angeht, zum Beispiel nicht in den Weg kommen. Ich wollte die Zeiten jetzt nicht so richtig hart verschieben. Dass man zum Beispiel sagt, ab hier geht's schon los und dann arbeitest du halt bis in die Nacht rein. Denn ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, habe ich eine Nachteule dabei? Wo steht denn das denn? Weil bei einer Nachteule, die haben ja plus 2 Boni auf alle Fähigkeiten in der Nacht, wenn die dann arbeiten. Die kannst du zum Beispiel echt in der Nacht arbeiten lassen, dafür ein bisschen später am Tag erst schlafen lassen. Da lohnt sich das. Aber bei den anderen... Was ist jetzt hier los? Habt ihr alle Lebensmittelvergiftungen, minimale Keime? Kommt vom Scheiß Essen oder was? Ja, so könnte man das zum Beispiel mit den Schichten lösen. Also wir gucken dann beim nächsten Mal, wie es klappt mit dem Schichtsystem. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Slugsy, bis dann. Ciao.